Jo Freunde, willkommen zu diesem Video und zu einem brandneuen XP-Trick hier auf diesem Kanal. Ich würde sagen, wir starten rein. Wenn es euch gefällt, gerne abonnieren, weil diese Maps, die ich euch zeige, die sind von mir, die seht ihr vorher nirgendwo anders. Von daher gerne Abo da lassen und gerne auch Like da lassen, wenn es euch gefällt. Wir gehen erstmal rein in die Suche und zwar geben wir erstmal folgenden Mapcode ein. 7233467112 00. Den gehen wir mal ein. Dann kommen wir nämlich auf die White Zone FFA Map. Und ich hatte ja gestern ein Video gemacht, dass ihr da mal alle reingehen sollt und einmal liken und so weiter. Es hat nicht funktioniert. Ihr seht hier unten kein XP. Hat nicht funktioniert. Danke auf jeden Fall an jeden, der das gemacht hat. Jetzt wissen wir zumindest, das war nicht der Faktor, der ausschlaggebend ist. Ne? Also, das schon mal dazu. Danke auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen kurz rein. Das Ganze wie immer im privaten Match. Und dort holen wir uns nochmal kurz einmal ein paar Bonus-XP ab, dafür, dass wir drin sind und gucken mal, dass wir damit die Kalibrierung so ein bisschen schneller nochmal antreiben. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass das so lange dauert hier, deswegen zeige ich euch die nochmal, dass wir da reingehen, dass wir die möglichst jetzt kalibriert kriegen, dass ich euch hier auch endlich neue XP-Tricks zeigen kann, weil darauf warte ich. Vorher kann ich es leider nicht machen und deswegen zeige ich euch die immer nochmal am Anfang vom Video. So, wir gehen rein. Und wenn wir drin sind, dann lauft ihr einmal hier zu den ganzen Maps und dann lauft ihr direkt hier einmal zu der Blue Zone FFA Map. Hier. An der Seite ist es relativ weit links, dritte von links. Wir drücken auf Spielen und dann kommen wir direkt hier drauf. Ihr seht auch hier XP. Perfekt, das muss sein. Ich mache das Ganze wieder im privaten Match. Jetzt warten wir einmal kurz ab. In der Zeit laufe ich immer noch gerne ein bisschen rum, damit ich nochmal ein paar XP hier nachträglich bekomme fürs Rumlaufen. Und ja, ansonsten einfach warten, bis das Ganze oben bereit ist und dann können wir auch direkt starten. Auf der Map, auf der Blue Zone Map, zeige ich euch wieder was Neues, was ich bisher noch gar nicht gezeigt habe. Deswegen, da sollte es wieder einiges an XP geben für uns alle. Von daher einfach 1:1 nachmachen, könnt ihr das so. Und ich bin mal gespannt, wie viel XP ich diesmal kriege. Und schreibt auch gerne eure XP wie immer in die Kommentare, würde mich freuen. Dann können wir mal gucken, ob das Ganze noch funktioniert, wie viel es da gibt, wie viel es für die einzelnen Leute gibt und so weiter und so fort. Das hilft auf jeden Fall dabei, die Maps noch besser zu machen. So, wenn wir hier sind, dann machen wir folgendes. Als allererstes hole ich mir immer einen Grappler, dann kann ich euch kurz zeigen, um was es hier geht und wo wir hin müssen. Ihr seht, XP funktionieren durchs Rumlaufen alleine schon. So, und als allererstes laufe ich erstmal, hier sind die ganzen Waffen, da sind die ganzen Maps. Wir wollen da hinten in die Ecke, da wo hier auch der Grappler ist, wo ich den gerade hergeholt habe, unten links auf der Minimap. Da laufe ich mal kurz hin, mache irgendein Emote, dann kommt ihr in diesen geheimen Bereich. Hier warte ich jetzt erstmal 10 Minuten, bis dieser Knopf aktiviert wird. Vorher geht hier nichts, von daher 10 Minuten warten. Ich schneide das kurz raus, wir sehen uns gleich wieder und ich zeige euch, wie es hier weitergeht. So, damit sind die 10 Minuten auch schon um und die letzten Sekunden laufen hier. Und dann seht ihr auch schon direkt, zack, AFK XP, der Knopf ist ausgelöst. Und wir drücken den direkt mal hier einmal schnell und dann geht es auch los. Es kann sein, dass bei euch direkt anfängt mit den AFK XP. Es kann aber auch sein, ihr müsst erstmal ein bisschen rumlaufen. Ne? So, wir nehmen die erstmal mit, dann gehen wir in den Teleporter rein. Was wir jetzt machen, ich hatte euch letztes Mal schon irgendwas zum Zelt gezeigt, ein bisschen zum Plakat und so weiter. Heute gehen wir mal zum Schirm, dort hinten. Dort arbeiten wir mal einiges ab und dort kriegen wir einiges auch an XP. Passt auf, erstmal hier zum Schirm laufen. Der ist unten rechts auf der Minimap. So, wir laufen hinter in die Ecke, dort seht ihr das Secret. Wer diesen Kanal verfolgt, kennt das schon, was ihr machen müsst ungefähr. Deswegen da einmal durchgehen. So. Was wir jetzt machen hier, wir laufen als allererstes erstmal die Treppe hier hoch und hier in diesen Diner rein. So, einmal durch die Tür, dann hier nach links, dann hier einmal durch und hier rum, zack, links in die Küche. Einfach den Weg nehmen, super easy, die meisten von euch wissen schon, wie es geht und hier findet ihr das grüne erste Ei. Das nehmen wir als allererstes mit, dann seht ihr nämlich, kriegen wir einen XP-Boost für AFK und der zählt wirklich die ganze Zeit, solange wir hier spielen. Deswegen das auf jeden Fall schon mal hier erstmal zuerst machen und dann geht ihr wieder hier in die Mitte rein zum Schirm. So, wieder zum Schirm, unten rechts auf der Minimap. Und jetzt holen wir uns nochmal eben das zweite Ei ab. So, einmal wieder Secret drücken. Und diesmal gehen wir nochmal die Treppe hoch. So, und einmal hier oben drüber. Könnt ihr auch euch einfach hochziehen hier oder hochgrappeln, wie ihr möchtet. Hier drüber und da seht ihr an diesem Plakat nochmal ein zweites Ei. Da drücken wir auch drauf und dann kriegen wir nochmal einen weiteren XP-Boost. Ihr seht, jetzt kommt schon mal einiges mehr drauf pro Tick. So, das machen wir als allererstes. Was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir gehen wieder hier rein in die Mitte und gehen wieder zum Schirm. So, und jetzt zeige ich euch nochmal was, was ich noch gar nicht gezeigt hatte. Einen geheimen Knopf. Dafür gehen wir wieder hier rein. Und jetzt muss ich selber mal kurz gucken, wo der genau ist. So, Map hinten rechts habe ich mir notiert. Also einmal hinten rechts hier um dieses Gebäude rum. Einfach rechts rumlaufen. Wir können auch den Grappler nehmen.
Und dann hier an dem Stein vorbei, hinten hier rechts in die Ecke. So, hier müsst ihr einmal rumlaufen. Und dann steht ihr hier und dann müsst ihr hier quasi einmal nach links gucken, so. Und dann baut ihr 5 Rampen hoch. So, wichtig, hier unten muss es anecken. 1, 2, 3, 4, 5. Oben angekommen, einen Boden. So, von hier aus dreht ihr euch nach rechts, baut nochmal 5 Rampen und einen Boden. 1, 2, 3, 4, 5 und nochmal einen Boden. So, wenn ihr hier seid, dreht ihr euch nochmal nach rechts, baut diesmal 8 Rampen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und nochmal einen Boden. Und dann oben angekommen, dreht ihr euch nochmal nach rechts und baut hier nochmal 10 Böden. Und das war dann alles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, und wenn ihr es richtig gemacht habt, habt ihr hier am Ende oben direkt auf Kopfhöhe einen geheimen Button. So, so sieht das Ganze aus hier. Einfach 5 hoch, Boden, 5 nach rechts, Boden, dann nochmal 8 hoch waren das, glaube ich. Genau, Boden und dann nochmal 10 in die Richtung. So, wir drücken drauf. Dann sollte es einiges an XP dazugeben. So, ich habe das schon öfter gesehen bei dieser Map, dass ich für einige Knöpfe, die teilweise nicht gedrückt worden sind, im Vorfeld, die ich euch neu zeige, teilweise keine XP oder wenig XP bekomme oder die erst nachträglich ein bisschen hochgehen. Es kann sein, dass ihr also einiges mehr hier bekommt. Drückt den auf jeden Fall. Also bei mir sieht man jetzt nicht so viel. Bei euch sollte es um einiges mehr sein. Deswegen auf jeden Fall hier drücken. Ich würde sagen, wir machen weiter. Wir gehen wieder rein. Ups, falscher Knopf. Eigentlich wollte ich X drücken. Gehen wieder zu dem Schirm. Unten rechts auf der Minimap. Und gehen wieder in die Ecke. So, wir machen einfach weiter. Und ihr seht ja, die AFK-XP, die laufen gut hier hoch. Was ich jetzt mache, jetzt gehe ich einmal nach links hier, drehe mich um, so, und gucke in die Ecke, dort vorne. Da wollen wir auch einmal kurz hin. So, wenn ihr hier steht, dreht ihr euch einmal nach links. Ne, falsch, nach rechts. Hier, nach rechts, in die Richtung müsst ihr gucken. Quasi Minimap, guckt ihr einfach nach oben. So, hier baut ihr jetzt 5 Böden. 1, 2, 3, 4, 5. Dann dreht ihr euch nach rechts, baut 8 Rampen hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, einen Boden, schwupp, dann von hier aus nach rechts drehen, 6 Rampen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und einen Boden. So, und wenn ihr hier seid, dreht euch nochmal nach rechts und baut nochmal 5 Rampen. 1, 2, 3, 4 und 5 und oben angekommen, 7 Böden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wenn ich es richtig gemacht habe, kommt da nämlich genau der XP-Button. Das Ganze sieht dann in etwa hier, aber man sieht es nicht so gut, sieht dann so aus hier. Zack, hoch, hoch, wupp und so, ne? So, wir drücken drauf und dann gucken wir mal, was es diesmal gibt. Okay, diesmal kriege ich nämlich einiges hier an XP und das rattert schon mal gut hoch. 62.000, gibt es noch mehr? Ja, jetzt hat er aufgehört. Es gibt auf jeden Fall noch AFK-XP weiter. So, bei euch kann es sein, wie gesagt, dass ihr für den Knopf davor auch schon einiges bekommen habt. Deswegen probiert das auf jeden Fall mal aus. Was wir jetzt noch machen können, wir können jetzt erstmal noch warten, aber ich kann euch empfehlen, nehmt die anderen Eier auch noch mit. Ich hatte die auch in den anderen Videos gezeigt. Die meisten von euch kennen die nämlich jetzt auch schon. Deswegen zeige ich die jetzt auch nochmal in diesem Video und nehmt die einfach am Ende auch nochmal mit. Dann bekommt ihr nochmal einiges an XP extra obendrauf. Ich zeige euch das mal kurz. So. Da ist der Schirm, jetzt gehen wir nach rechts, da zu diesem Würfel, dieser Eiswürfel. So, einfach kurz hin, das ist auf der Minimap unten links. Dann gehen wir dahinter, wie gerade auch, Secret. Und jetzt sammeln wir nochmal hier die beiden Eier ein. So, das erste ist erstmal hier geradeaus laufen. So, hier einmal reinlaufen, dann nach links. Und da hinten bei diesen zwei Sesseln seht ihr hier einmal ein Ei. Da drücken wir drauf. So, dann bekommt ihr nochmal einen Boost. Dann geht ihr wieder rein, wieder zu dem Eiswürfel. Ich mache das jetzt mal ein klein bisschen flotter, weil ich habe es schon in anderen Videos gezeigt. Ich denke mal, die meisten von euch wissen, wo die ganzen Eier sind. Aber ich kann euch wirklich sagen, nehmt die auf jeden Fall mit. Und die, die neu sind, können das ja einfach hier nochmal 1:1 nachgehen. Wieder zum Eiswürfel, Minimap unten links, Secret drücken. So, dann wollen wir einmal zu der Rückseite von diesem Gebäude. Einfach entweder außen rumlaufen oder hier oben drüber. Ist egal, wie ihr das macht. Hauptsache, ihr seid hinten.
Hinten angekommen, seht ihr hier auf der linken Seite zwei Würfel, Eiswürfel und daneben wieder ein Ei, diesmal gestreift. Wir drücken drauf, kommen zurück und bekommen einen weiteren XP-Boost. Ihr seht, die XP pro Tick sind jetzt schon ziemlich hoch. So, das war jetzt Schirm, Eiswürfel. Jetzt gehen wir dort vorne zum Plakat. Da gibt es nämlich auch wieder zwei Eier. Und die drücken wir auch immer. So, einmal kurz hin zum Plakat. Auf der Minimap oben links ist das Ganze. Unten ist wieder das Secret, also der Button, wie sonst auch bei den anderen Ecken. Und dann landet ihr hier. Dann geht ihr erstmal hier links, diese Seite. Einmal hier rein. So, hier stehen so ein paar Toiletten. Und dahinter findet ihr ein verstecktes Ei. So, einmal drücken. Zack, dann kommt ihr wieder zurück, bekommt einen weiteren Boost. Dann gehen wir wieder zum Plakat. So, ihr könnt hinfliegen, ihr könnt hingrappeln, hinlaufen, wie ihr das machen wollt. So, Minimap oben links wieder. Wir drücken auf Secret. Dann diesmal nicht da links, sondern dort oben rechts. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schnell hier. So, einmal hier drauf, aufs Gebäude entweder laufen oder einfach hochziehen. Und da findet ihr das nächste Ei. Und ihr bekommt wieder einen weiteren Boost. Ich hoffe, das ist nicht zu schnell jetzt, aber ich habe es halt schon oft gezeigt in meinen ganzen Videos zuvor. Ich denke mal, die meisten von euch wissen halt, wo die sind oder wie es einigermaßen funktioniert. Falls es zu schnell sein sollte, einfach zwischendurch mal Stopp drücken. Ich denke mal, dann kommt ihr ja gut hinterher. So, einen Ort habe ich noch. Und zwar, wo waren wir noch nicht? Bei dem Zelt. Genau, da ist das Plakat. Jetzt brauchen wir noch das Zelt. Das ist auf der Minimap oben rechts. Und da gehe ich natürlich jetzt auch nochmal kurz hin. So, einfach wieder in die Ecke, hinter das Zelt. Und dann nach unten gucken und dann findet ihr wieder diesen Secret-Button. Da drücken wir einmal drauf. Dann kommen wir in diesen Bereich. Hier einmal in die Mitte einfach geradeaus reinlaufen. Und dann entweder Treppe bis nach ganz oben hier nehmen. Einmal da rechts rum und dann nochmal rechts. Oder einfach hier oben hochgrappeln. So, dann seid ihr nämlich hier. Hier steht der Billardtisch und die Sofas. Und da rechts seht ihr noch ein blaues Ei. Das drücken wir auch wieder. Bekommen einen weiteren Boost. So, das Ganze mache ich jetzt ungefähr nochmal so. Diesmal wollen wir aber hinters Haus laufen. So, hier wieder zum Zelt. Secret drücken. Dann einmal links rum, hinter das Haus. So, auch egal, wie ihr hinlauft oder hinkommt, ne, Hauptsache hier einmal rum. Einmal hier Treppe hoch. Und dann hier links seht ihr die Tische. Und da hinten bei diesem Tisch seht ihr dahinter nochmal ein goldenes Ei. Das drückt ihr auch. Kommt wieder zurück und bekommt einen weiteren Boost. Und ihr seht, jetzt ging es doch schon ganz schön noch hoch. Ich hatte einen guten Sprung gerade gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war. Könnt ihr im Video einmal gucken. Also für dieses Ei habe ich nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht. Deswegen auf jeden Fall alle drücken, dass ihr hier am meisten rauskriegt. Und ihr seht, mein Tick ist jetzt relativ hoch hier. Also ich bin mit einem 1er Tick gestartet. Ihr habt es gesehen am Anfang. 1, 2, 3 und so weiter. Und jetzt habe ich hier irgendwie schon so einen 40er Tick circa. Ne? Also das lohnt sich auf jeden Fall. So, was ich jetzt immer noch mache, ist folgendes. Hier seht ihr ja die XP, die Button. Die könnt ihr dann auslösen gleich noch für euer Gold, was ihr bisher gesammelt habt. Aber ich kann euch empfehlen, geht einfach mal noch in den AFK-Goldraum, solange euer Tick noch einigermaßen hoch ist. Geht einfach in den AFK-Goldraum. So, ich habe es in den letzten Videos auch gezeigt, aber ich zeige es nochmal hier, weil das lohnt sich wirklich. Dann seht ihr hier den Zurück-Button und hier rechts davon ploppen alle 5 Sekunden Münzen auf. Immer eine Münze alle 5 Sekunden und die könnt ihr dann immer einsammeln. Entweder ihr stellt euch einfach drauf, sammelt die dann automatisch ein oder ihr chillt einfach hier und dann wartet ihr einfach, bis hier irgendwie genug sind, ne? Und dann, die summieren sich halt, ne? Die stacken und dann könnt ihr die hier nebeneinander, zack, jetzt seht ihr zwei Goldmünzen zusammen aufsammeln. Also, das Ganze wichtig, Gold speichert auf dieser Map, deswegen könnt ihr das auch einfach einsammeln. Und ja, könnt das auch später noch nutzen. Was wir dann machen, wir gehen dann auf Back. Also wenn euer Tick hier euch nicht mehr reicht, meiner ist noch okay, 40er Tick, das kann ich jetzt noch so durchlaufen lassen, irgendwie halbe Stunde oder so, mal gucken. Dann geht ihr raus und dann euer Gold löst ihr noch hier ein für 50. Ich teste noch mal kurz, was ich gerade bekomme. Ich bin jetzt bei, wir warten mal kurz bis 82 circa, dann können wir es besser sehen. So, noch ein Tick. So, jetzt drücke ich mal drauf, 82. 800 Gold circa bekommen für den 50er, 800 XP. So, bei 83 ist das jetzt gestartet. 83, 100. 2000 für den 10er. Okay, aber nur einmal. Beim ersten Mal 2000, danach nicht mehr wirklich. Jetzt so 300 circa. Okay, probiert das mal aus. Und für den 100er, wir testen nochmal bei 96.000 gerade. Knapp 1000. Ne? Ich teste nochmal.
Das gibt ca. 1000 XP. Also probiert es mal aus. Wie gesagt, ihr könnt hier so lange chillen, wie ihr wollt, im AFK-Goldraum. Dann bekommt ihr die Münzen und die summieren sich dann und sind natürlich dann auch gespeichert bei euch hier im Spiel. Ja, holt euch dann die XP. Das bei mir jetzt hier 100.000, das geht auf jeden Fall klar. Ich kann es jetzt auch theoretisch einfach laufen lassen hier, bis nichts mehr geht, bis 200.000 oder so. Probiert es aus bei euch. Wenn es bei euch nicht mehr lohnt, dann könnt ihr rausgehen. Dann könnt ihr das Ganze theoretisch nochmal machen. Also nochmal hier reingehen, das Ganze nochmal machen. Das geht so oft, wie ihr euer XP-Limit dann erreicht habt. Und ja, das zu dieser Map. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen und gerne abonnieren. Und ich würde sagen, Freunde, das war's mit dieser Map erstmal. Hoffentlich morgen irgendwie die andere, dass die kalibriert ist, die White Zone, die ich euch gezeigt habe am Anfang des Videos. Mal gucken, ich bin gespannt. Da habe ich nämlich einiges noch mehr an XP-Tricks und vor allem auch komplett neue Map, neue XP-Tricks. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.